Hallo und willkommen zu einem neuerlichen Let's Talk, meine lieben Freunde, und frohe Ostern. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, um alle 8. Klassen zu grüßen. Endlich bin ich euch los. Ja, nach Ostern haben wir die letzten Stunden und ich freue mich beinahe überhaupt nicht, euch Schwammerl nie wieder zu sehen. Ja, der Hauptgrund, warum ich heute diesen Let's Talk halte, ist, weil ich die nächsten paar Tage nicht in Wien sein werde. Ich werde wieder außerhalb jegliches Internets und jeglicher Zivilisation zu sein, weswegen ich auch keine Videos hochladen werde. Das heißt, wir werden die nächsten Videos erst wieder dann nach Ostermontag zu Gesicht bekommen auf diesem Channel. Also ihr werdet noch ein, zwei Videos sehen, weil bis Montag bin ich noch da, dann eine Woche weg und dann bin ich wieder da. Und dann geht es weiter mit jedem Tag ein Video. Ja. Aber da Ostern ist, Herrschaften, fordere ich euch auf, in diesem Video das Osterei zu finden. Ja, in diesem Video ist ein Osterei versteckt. Wer es mir postet, wird das nächste Mal von mir erwähnt. Erneut oder auch nicht. Ja, und da ich letztens die 7a beschimpft habe, weil sie dumme Spiele spielen, nämlich Monopoly, was ist das für ein Spiel? Lächerlich. Hier aus meiner Reihe gute Spiele heute und gestern oder übermorgen oder vielleicht ganz weg. Ein Spiel, das den 7a-Leuten auf jeden Fall gefallen wird. Seven Wonders. Ein wundervolles Spiel für all jene, die Kartenlegespiele wollen. Ein etwas seltsamer Mechanismus, der ausgezeichnet funktioniert. Und noch dazu kann man auch etwas lernen, nämlich zum Beispiel mal die sieben Weltwunder der Antike. Gut, Herrschaften, an dieser Stelle sage ich euch auch schon wieder Tschüss. Gleich anschließend an dieses Let's Talk kommt ein Let's Play Edna-Bericht aus. Wir sind bereits aus der Anstalt heraus. Was wird Edna als nächstes widerfahren? Wird sie die Machenschaften von Dr. Marcel aufklären können? Ihr erfahrt es möglicherweise im nächsten Let's Play. Bis dann und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Tschüssi und bye bye. Gute Nacht. Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Edna-Bericht aus. Ja, Herrschaften, es wird immer gruseliger hier an diesem Ort. Erstens einmal, die Musik ist ziemlich wüst, eigentlich. Und zweitens haben wir das letzte Mal das Grab von Mathis Konrad entdeckt, dem Vater von Edna. Das hier so recht zurückgelassen Und wirkt. wer bist du? Hier ruht Matthias Konrad? Das hier ist das Grab meines Vaters, Harvey. Tja. Also stimmt es. Er ist wirklich tot. Was mache ich nur, Harvey? Wo soll ich bloß hin? Beruhige dich, Edna. Lass uns einfach an unserem Plan festhalten. Wir schlagen uns nach Hause durch und dann suchen wir belastendes Material gegen Dr. Marcel. Man wird sich dann schon um uns kümmern. Harvey hat nicht ganz Unrecht, auch wenn er etwas beunruhigt wirkt. Können wir das reinigen? Modrig, ja. Rostig? Nein. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal schon versucht. Okay, also irgendwie habe ich es nicht geschafft, es zu säubern, was ich ein bisschen ärgerlich finde. Na gut, gehen wir weiter zur Kirche. Oh, hier haben wir ein Grab. Klaus Peter, Staubsaugervertreter. Ich muss wirklich weiter und die Schatten meiner Vergangenheit lüften. Aber Mit Toten reden kann ich auch noch nach meiner Heilpraktikerlehre.
wieder irgendwas Pietätloses machen können? Das finde selbst ich unangebracht. Okay. Hinter dem Tor führt eine Straße zu unserem alten Haus. Mhm. Na dann. Es ist verschlossen. Ob dieser Schlüssel hier funktioniert? Leider nein. Tja, falsches Gebäude. Kann ich es wegrosten? Also da würde diese eine Tube nicht ausreichen. Aber das Problem ist ohnehin nicht der Rost. Das Problem ist das Schloss. Ah, okay. Harvey, was sagst du zum Tor? Wie kommen wir da nur durch, Harvey? Wir sollten uns einen Hubschrauber bauen. Was ist los, Edna? Mir ist kalt. Okay. Sehen wir uns mal die Kirche an. Diese Kirche hat etwas Unheimliches an sich. Ja, definitiv. Reden wir mit der Kirche? Ich will nicht. Oh, rede mal mit dem Tor. Warum lässt du mich nicht durch? Was kann ich dafür, dass ich festgekettet bin? Nicht schlechte Antwort. Gehen wir in die Kirche rein. Das Firmenlogo. Das Firmenlogo. Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch lebt. Zählt das? Ich glaube nicht. Reden wir mal mit dem Kreuz. Jesus, bist du da? Er befindet sich nicht am Arbeitsplatz. Mach wohl gerade Pause. Ich glaube, das war Poki dann vielleicht doch zu pietätlos, als Jesus zu antworten mit Harveys Stimme. Was ja, sagst du zur Kirche? Spätestens in diesem Raum habe ich dann meine Bedenken gegenüber Pietätlosigkeit dann vollständig abgelegt. Aber wenn der Spieler halt unbedingt, weiß ich nicht was, eine Zickzackschere mit einem Altar benutzen will, dann soll er halt, weiß ich nicht, eine entsprechende Antwort bekommen, schätze ich mal. Wobei ein paar Sachen halt echt grenzwertig waren irgendwie. Jesus braucht keine Therapie, er braucht einen Ernährungsberater. Eins davon. Okay. Aber irgendwo im Raum versteckt sich auch, und das hat mich jetzt tatsächlich überrascht, eine Anspielung auf unser aktuelles DSA-Adventure. Schon zu dieser Zeit. Ich hätte es nicht gedacht. Er hat ein DSA-Adventure gemacht. Das ist ja lustig. Okay, na dann probieren wir mal Sachen aus. Um Jesus Achselhöhlen zu entrosten, bräuchte ich eine Drahtbürste. Puh. Das ist tatsächlich pietätlos. Harvey. Achso, Mann. Was sagst du zum Bist Altar? Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch lebt. Zählt das? Topf. Er sieht hungrig aus. Harvey is hot. Jesus not. Harvey is odd. Jesus not. Harvey is God. God is not. Harvey is God? Ich lach mich tot. Ist ja nicht schlecht. Ist ja nicht schlecht. Wollen wir Jesus einen Bart malen? Später. Hat er nicht schon einen? Nein. Ich respektiere fremde Kulturen und ihre rituellen Kultstätten. Echt? Da ist auch eine Kanzel. Ein Vorläufer des Fernsehers. Ich bin nicht so der pastorale Typ. Nicht? Halt, das hat's jetzt irgendwie nicht gecheckt. Nanu, das wirkt ja gar nicht. Ach, hier steht's ja. Hilft nicht gegen Kanzelrost. Hm.
Was haben wir jetzt gekriegt? Oh. Da steht schon ein Topf. Auch Pastoren haben Bedürfnisse. Okay. Die Kanzel ist kalt wie eine Ministrantenschnauze. Wie kalt ist eine Ministrantenschnauze? Die Kanzel ist aus Andergaster Steineichenholz. Hm. Da bräuchte ich schon einen Presslufthammer. Okay. Mit dem Kreuz habe ich den aber noch nicht gemacht. Nein. Ich respektiere fremde Kulturen und ihre rituellen Kultstätten. Gut. Harvey, was sagst du zur Kanzel? Ui, eine Kanzel. Darf ich freie Liebe predigen? Nicht jetzt. Die Kanzel ist aus Andergaster Steineichenholz. Ja, okay, das kennen wir schon. Na dann versuchen wir das mal mit dem Altar. Nein. Ich respektiere fremde Kulturen und ihre rituellen Kultstätten. Ich dachte, wir respektieren gar nichts. Wollen wir Jesus ein Bad malen? Später. Hm. Nach hinten oder zur Tür? Hm, gehen wir zur Tür. Das ist näher. Oh, da sitzt ja wer. Und viele Plakate. Jesus Zombie Massacre. Hm, Hotzenplotz Crew Siegen. Euch Blacker Sabbath. God Sucks Inc. Das ist der Pastor. Das ist ja nett. Das ist eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Harvey, was sagst du zu der Fachzeitschrift? Sieh nur, Harvey, eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Ein Mach-3-Zeitschrift für Exorzisten? Nein, eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Ach so, dachte ich's mir doch. Aber wie bekommen wir dann die Exorzisten zurück ins Mittelalter? Und was ist das? Popgeld aufs Mama. Aha. Da geht's nur raus. E-G-A-H-D. Na, schau an. Das könnte nochmal wichtig sein, vielleicht. Sonst hätten wir sie jetzt wohl nicht gesehen. Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen. Sagst du was anderes? Nein. Are you ready to rock? Yeah! Was hältst du davon, Harvey? Wow! Hotzenplatz Crew Siegen! Meine Lieblingspunkband! Okay. Are you ready to rock? Yeah! Okay, zumindest das ist überall gleich. Was hältst du davon, Harvey? Wow! Jesus Zombie Massacre! Meine Lieblings-Thrash-Metal-Band! Okay. Ich wusste nicht, dass Harvey all diese Leute Was kennt. Was hältst du davon, Harvey? Wow! Sacrilegia! Meine Lieblings-Speed-Metal-Band! Okay. Oh, da ist ein Verstärker. Und ein Sofa. Und ein Fernseher. Es läuft ein Musiksender. Ich will das noch sehen. Okay. Reden wir mal mit dem Fernseher. Highway to hell. I'm on a highway to hell. Ich muss doch sehr bitten. Okay, Poki, was sagst du uns zu diesem Raum? Hier möchte ich mal auf die fiktiven Bands im Hintergrund aufmerksam machen. Ich bin ein großer Fan von dem Buch Illuminatus von, wie hieß denn der Typ noch gleich? Also jetzt nicht das Dan Brown Buch, sondern dieses unlesbare, riesige Buch. Und da gibt es im dritten Teil, gibt es eine Illuminati über Seiten hinweg einfach nur irgendwelche fiktiven Bandnamen aufzählt. Ich fand es lustig, dass der
Pastor in seinem Raum halt irgendwie eine Stereoanlage führt und halt irgendwelche satanistischen Metal-Bands führt. Besonders freut mich, dass ich halt das dritte Plakat unterbekommen habe, die Hotzenplotz Crew Siegen. Das Foto, das da drauf ist, habe ich einem Foto aus meinem Privatbestand abgezeichnet. Und zwar habe ich mit einer Freundin damals Freunde in Marburg besucht. Und da haben wir irgendwo an einer Kirchenwand tatsächlich den Tag gefunden, Hotzenplotz Crew Siegen. Das fanden wir so cool, dass wir uns lässig daneben gestellt haben und dieses Foto gemacht haben, das halt in etwa so aussieht wie dort auf dem Plakat. Damit das so aussieht, als wären wir die Hotzenplotz Crew Siegen. Mit fremden Federn geschmückt. Also, wenn die Hotzenplotz Crew Siegen das hier liest, großen Respekt. Yeah, keep it up. Okay. Na gut, sprechen wir halt mal mit dem Pastor. Wir müssen das ja wohl tun. Hallo, du hast Besuch. Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen. Ich brauche Zuflucht, aber ich brauche den Schlüssel zum Kirchentor. Aber ich brauche eine Information über meinen Vater. Aber ich brauche Hilfe gegen den bösen Dr. Marcel. Eigentlich brauche ich nichts, was nicht noch einen Augenblick Zeit hätte. Vater oder Dr. Marcel? Was ist das Wichtigere? Vor allem, da ist ein Rechtschreibfehler drinnen. Ein Kittrichentor. Hurra, ich habe einen Fehler entdeckt. Information über den Vater. Ich brauche eine Information über meinen Vater. Warte mal. Du bist Edna, die Tochter von Mattis Konrad. Okay. Was? Du kanntest meinen Vater? Ob ich deinen Vater kannte? Die Geschichte um deinen Vater ist legendär. Okay. Weißt du etwa nicht mehr, was damals passiert ist? Nein. Nein, ich habe tatsächlich alles vergessen. Ja. Raus damit. Ich will alles hören. Das will ich auch. Ich denke, du solltest es erfahren. Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Mhm. Er bekam die Todesstrafe. Ja, ich habe das gehört. Aber ich kann's nicht glauben. Er ist es auch nicht gewesen. Ich wusste es. Ich wusste es. In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt. Huch, was ist das? Los? Spielt da jemand auf der Orgel? Das ist doch jetzt unwichtig. Erzähl einfach weiter. Nein, ich muss nachsehen. Ich bin ja gleich wieder da. Nein, nicht geh weg. Warte hier bitte. Und fass nichts an. Nicht geh weg. Versprich es mir. Das war ein Fehler, sowas zu fragen. Mist. Sehr brav. Bis gleich. Ich hätte noch was anderes fragen können. Er kommt nie wieder, ich bin mir sicher. Ich bin traurig. Was heißt, fass nichts an? Spinnt er? Ich nehme mir alles. Mit dem Fachchinesisch kann niemand was anfangen. Meinst du? Okay, dann nehme ich halt das. Die sind nicht für Hasenohren gemacht. Nette Anlage. Da spreche ich lieber erst mit meinem Anlageberater. Keine Zeit, Musik zu hören. Das ist keine Zeit, wir müssen eh warten. Harvey, was sagst du dazu? Guck mal, Harvey. Eine Stereoanlage. Denkst du, was ich denke? Party! Ja, dann machen wir Party. Wieder da reinstöpseln? Na gut. Das war vielleicht doch ein Fehler. Wir nehmen das Ding. Können wir das Ding auch nehmen? Genau, in die Kirche einbrechen und die Stereoanlage klauen. Geht's noch? Na, aber... Ach Gott. Was mit dem Verstärker? Nicht schlecht. Nehmen wir den Verstärker. Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist. So, jetzt bekommt er auch Strom. Und die Akustik ist ja auch besser. Okay.
Der hat ordentlich Power. Was hältst du davon, Harvey? Rock'n'Roll! Na okay, dann benutzen wir es doch glatt mal. Hast du es schon? Na hey. Rotes Leuchten ist das Einzige, was da funktioniert, oder wie? Ich will nicht mit Kopfhörern spielen. Sonst hätte ich den Verstärker auch nicht hier rausschleppen müssen. Da ist er nicht ganz unrecht. So, kann man die Kopfhörer mit Jesus verwenden? Die braucht er nicht. Er kann meine Gebete auch so ignorieren. Oh, klar. Gehen wir nochmal rein. Schauen wir mal, ob wir noch was kriegen. Da ist ein Sofa. Ich habe keine Zeit auszuruhen. Na, was heißt, du hast keine Zeit zum Ausruhen? Ich weiß, ich meine... Ja, etwas Kissenradio wäre schon gut. Aber ich muss weiter. Harvey, was sagst du dazu? Sieh mal, Harvey, ein Sofa. Ja, ich bin auch müde. Nicht einschlafen, kleiner Kamerad. Wir haben zu tun. Okay. Wir könnten... Wir können es noch immer. Niemals. Er ist der Star aus Night of the Restless Poloschläger. Okay. Können wir das jetzt umdrehen? Ja, wir haben abgedreht. Psst. Er schläft gerade. Oh, ist das süß. Können wir wieder aufdrehen? Lass uns Zombie-Filme gucken. Später, Harvey. Der Fernseher ist zu alt. Der hat weder Kopfhörerausgänge noch digitale Bildstörungen. Oh. Okay. Gibt's hier noch irgendetwas, was ich nicht zerstört habe? Warte mal. Ich wette, das Muster würde den Jungs auch gefallen. Wahrscheinlich schon. Ich wette, das Muster würde den Jungs auch gefallen. Yep. Ich wette, das Muster würde den Jungs auch gefallen. Ich liebe die Zickzackschere. Mit Augenklappe und Papagei sehen sie noch netter aus. Wenn der Sänger das hier sieht, dann muss er sich mit mir verabreden. Okay. Können wir in dieses Buch reinschreiben? Wenn ich hier raus bin, schreibe ich mein eigenes Buch. Okay. Titel: Wie Harvey mit den Elefanten über Dr. Marcells Popo ritt. Ich dachte mehr an Luftangriff aufs Kuckucksnest. Ich will die Elefanten. Na gut. Okay. Na, der braucht aber ganz schön lang. Der Pfarrer. Dann suchen wir ihn mal. Da ist aber auch nicht. Vielleicht geht's da aber raus. Abgeschlossen. Wie die Orgelpfeifen. Tja, können wir mit denen Na, reden? Ihr Pfeifen? Wenn das Ding einen Kopfhöreranschluss hat, dann auf der anderen Seite. Okay. Eine Innenraumentrostung ist überfällig, aber meine Arme sind zu kurz. Ja.
Das lässt sich sicher einrichten. Was hältst du davon, Harvey? Yippie! Eine Panflöte für Riesenperuaner. Eine Panflöte für Riesenperuaner ist gut. So, da gibt es eigentlich nichts mehr. Das heißt, wir gehen noch eins weiter hoch. Mal schauen, ob wir ihn finden. Immerhin hat vorhin die Orgel gedröhnt. Aber irgendwie... Plan B, falls der Organist mal krank ist. Das stimmt. Mich hat schon immer gestört, dass die Radiomoderatoren einerseits zwar mit dir sprechen, andererseits aber niemals antworten. Das ist tatsächlich ärgerlich. Zusatzbestuhlung für Feiertage. Können wir so einen Stuhl nehmen? Ach nein. Wenn ich irgendetwas sehe, das ich zusatzbestuhlen möchte, dann weiß ich ja jetzt, wo ich die Stühle finde. Da hast du nicht ganz unrecht. Können wir sie benutzen? Nichts zum Zusatzbestuhlen in sich. Können wir den Kassettenrekorder? Okay. Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Okay. Hier hat eine Klappe und eine Orgel. Und zur Orgel müssen wir dazugehen. So kann man die Orgelpfeifen reinigen. Oh. Können wir es aufmachen? Schaut gut aus. Echo? Okay. Was tust du da, Harvey? Ich demonstriere, dass ich nicht einmal die Klappe halten kann. Aufs Eindrucksvollste. Können wir jetzt entrosten? Hier hat schon jemand vor mir entrostet. Na sowas. Da hatte wohl jemand zu viel Zeit. Leute gibt's. Ja. Ja. Lieber nicht. Ich könnte ihn für immer darin verlieren. Das stimmt. Hey, das kann man da reinlegen. Ach ja, warte mal, ich kann mich wieder erinnern. Ich glaube, das muss man sogar irgendwann mal machen. Ich nehme den Stöpsel mit und stecke ihn in das Kassettendeck. Hey, das war jetzt interessant. Das wollte ich nicht. Irgendwie hat sich da jetzt was getan. Was erst viel später kommt. Oh. Das klingt, als würde jemand auf der Gitarre spielen. Bist du das, Harvey? Hey, mach nicht so einen Lärm da unten! Die Saiten der Gitarre schwingen in Harmonie mit der Orgel. Wenn okay. du so weitermachst, erzeugst du noch eine Rückkopplung. Das ist doch die Stimme des Schlüsselmeisters. Wo habe ich den jetzt? Okay, Herrschaften, an dieser Stelle, bevor wir uns den Schlüsselmeister suchen, irgendwo muss der ja sein und da ist noch eine Leiter, hören wir für heute auf. Wir hören uns noch ganz kurz an, was... Poki zu diesem Raum sagt. Ja, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich in Erdnabrecht aus darauf geachtet habe, dass man die Umgebung möglichst stark verändern kann. Und hier in der Kirche kam mir die Idee, dass man die Umgebung nicht nur optisch verändern kann, indem man halt irgendwie Gegenstände kaputt macht oder bekritzelt oder, sondern eben, dass man die Umgebung auch akustisch verändern kann. Edna erobert diese sehr stille, diese betont stille Kirche, indem sie sie laut macht. Also je lauter es in der Kirche wird, desto mehr von ihr findet in der Kirche statt. Tja, das Rätsel mit dem Gitarrenfeedback funktioniert zwar nicht so richtig gut, aber also schlechter, als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte.
Und das ist auch offensichtlich komplizierter, als ich es mir vorgestellt hatte. Viele Leute daran verzweifelt sind. Nichtsdestotrotz finde ich nach wie vor, dass das Ganze eigentlich eine sehr gute Idee war. Okay. Ich kann mich erinnern, ich bin da ziemlich lange gesessen. Okay, aber für heute, Herrschaften, hören wir wieder mal auf. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.